Und weg. Und weg. Waffen weg. Einmal getrunken, einmal getrunken, einmal getrunken, sagte ich. Scheiße. Ja, Mist ist das doch. Zurück, 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 zurück. Aufhören zu trinken. Hör auf zu trinken. Lauf weiter. Und da ist wieder so einer, den können wir drüber springen. Aber der ist unser Vater. Der ist auch nicht von schlechten Eltern. Vielleicht mal die Zeit... Nee, wir können gar nicht die Zeit anhalten gerade. Also verlangsamen. Dazu müssen wir erst wieder einen aufnehmen. Zwei sogar. So. Ach nee, jetzt. Wir müssen ja voll Sand dafür haben, damit das klappt. Und Farah wird angegriffen. Oh nein, die gute Farah, die uns hier unterstützt mit dem Bogen. Auch sehr löblich, dass sie sich hier einbringt. Uns unterstützt. So, und jetzt hier, komm. Und den nächsten. Und den nächsten, sagte ich. Na, scheiße. Den können wir nicht kriegen. So, aber den. Und ich weiß gar nicht, ob hier unendlich viele Lakaien kommen werden. Aufgenommen. Und den nächsten. Jawoll, ja. Zack. Auch den haben wir jetzt. Und gerade so noch ausgewichen. Zack. Und jetzt komm gegen den alten Herrn. Da muss doch was zu holen sein. Da können wir nicht drüber springen. Was hilft nur gegen ihn? Wir trinken erstmal was. Komm. Ah, nein. Geh weg. Geh weg von uns. Ah, geh doch. Keiner hat dich eingeladen, Junge. Geh mal schön wieder nach Hause. Na komm, weg. So, und jetzt. So, wir haben... Ach, jetzt haben wir hier gerade mal die... Ja, so funktioniert's. Wenn wir die Zeit verlangsamen, dann können wir ihn treffen. Dann sind wir schnell genug. Und jetzt liegt er am Boden. Und jawoll, ja. Super Fight hier. Wie es ist, den Vater zu verlieren. Das war nicht mein Vater. Was tut ihr? Hört auf! Wir wollen speichern. Und was war das für ein harter Fight? Und wir stürzen schon wieder aus dem Spiel heraus. So, da sind wir wieder. Ja, wir wollen speichern. Gut. 17% haben wir jetzt schon. Mal fangen wir hier an. Und mal schauen, was es jetzt zu sagen gibt. So, das ist also der Dank, dass ich euer Leben rettete. Ihr versteht nicht. Ich brauche den Dolch, um eure Tat... rückgängig zu machen? Ihr müsst mich wahrlich für einen Trottel halten. Eure Vorsicht ist berechtigt. Aber wie mutig ihr auch kämpft, diesen Feind könnt ihr nicht besiegen. Der Sand breitet sich aus und verschlingt jedermann. Man sagt, ihr werdet ebenso gütig, wie ihr tapfer seid. Bitte glaubt mir und helft mir, die Sanduhr zu finden. Sie ist in des Sultans Schatzkammer, im Turm der Dämmerung. Woher wisst ihr das? Ich weiß es einfach. Kommt mit, wenn ihr drauf besteht. Aber ich warne euch, ich laufe schnell und ihr haltet besser mit. Ja, und jetzt haben wir eine kleine, süße Begleiterin, die uns... ja, begleitet und vielleicht auch ein wenig führt. Erstmal was trinken, wir kommen. Sehr schön. Und sie ist genauso schnell wie wir, wenn nicht sogar schneller. Und da hat der gute Prinz vorhin noch den Großen markiert und meinte laut... Und ihr hattet Sorge, dass ich nicht mithalte. Genau, so sieht sie mich aus. Aber komm, für so eine Süße... Ich decke da auf. Rennen wir doch gerne hinterher. Nachher trifft ihr mich noch. Genau, hinterher triffst du uns noch. Frau...
Ja, da ist schon die nächste Zimtzicke. Die wartet nur darauf, uns hier mal so richtig einzuheizen. Du Schwertkämpferin, auf die Ommelchriste, jawoll ja. Kaputt. Und ja, wir können ja fast alles wegblocken. Und actionreich geht es hier. Aua, sag mal, Type. Bam, jetzt liegst du da. Ach, die wollte ich gar nicht so. Komm, eins und zwei und kaputt gehauen. Jawoll. Und dieser Kampf eben, der war ja wohl allererste Sahne. Richtig schön spannend und so. Ja, ich weiß doch, dass es hinter mir ist. Aufgenommen. Jawoll. Und den nächsten. Jawoll. Kran noch so abgeblockt. Also, dass er sich bewerfen kann. Und auch du liegst auf dem Rücken. Und Schwerter wegstecken, like a Boss. Oder auch nicht. Kommt doch noch eine Welle. Die müssen wir halt... Ach Mist, das wollte ich doch gar nicht. Ja komm. Scheiße. Ey! Zack. Ich weiß, dass hinter mir was los ist hier. Ich habe die Frauen doch alle im Auge. Im Blickfeld habe ich sie. Und jetzt geht's hier weiter. Kaputt gehauen. Kaputt. Und aufgesogen. Jawoll. Fußballergebnis könnte ich gerade mal durchgehen. Duisburg führt und Köln führt auch. Verschwindet von hier. Echt mal, verschwindet. Keiner will euch. Ihr seid mir zu grau. Ey, Pfarrer, was machst du denn hier? Das ist aber kein Spielplatz hier für kleine Mädchen. Du mit deinem Bogen, da kannst du auch eh nichts ausrichten. Sieht man doch. Und zack. Aber jetzt Waffen wegstecken. Yeah, cooler Typ, ey. Und nun? Speichern, wa? Aber erst trinken. Trinken ist wichtig, auch gerade jetzt bei so warmem Wetter ist viel Trinken ungemein wichtig. Sollte jeder wissen. Was tut ihr? Zack, zack, zack. Ja, wir wollten speichern. Was war das denn gerade für eine coole Aktion, die wir da gebracht haben? Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Ja, da sind wir wieder. Seid ihr in Ordnung? Ja, ich bin in Ordnung. Wie lange war ich weg? Zu lange. Was, wenn die Sandbestien wiedergekommen wären? Ja, wie lange waren wir weg? Zu lange. Eine typische Frauenantwort, so möchte ich sagen. Der Schalter ist auf der anderen Seite. Was du nicht sagst. Ah, laufen wir erstmal vor dir weg. Das war knapp. Ja, ich bin... Bleib dort. Ich suche einen Weg hinein. Also langsam geht sie doch schon auf Nerven. Also bei aller Süßigkeiten ist... Also, ich weiß jetzt gerade nicht, wie man das richtig ausdrückt, aber... Sie wollte den Dolch stehlen. Und ich habe das Leben gerettet. Sie hätte mich dort sterben lassen. Und hier stehe ich, riskiere meinen Hals für sie. Warum? Gute Frage. Boah, Mädchen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Endeffekt hören kann. Er hat sich gerade so ein bisschen über die gute Fahrer ausgelassen. Von wegen, sie wollte ihn durchstehlen und ich habe sie geschützt und bla. Und sie dankt es mir nicht mal richtig. Und ja, die gute Fahrer ist ja doch schon so ein bisschen am Nerven. Selbst jetzt schon, wo wir noch nicht so lange mit ihr unterwegs sind. Und auf die Omme gibt's. Jawohl. Und was bist du denn? Ach, dich kennen wir ja schon. Aber dafür kriegst du jetzt auch wieder, Kollege. Zack. Und... Na, das wollte ich nicht. Egal. Nehmen wir den halt auf. Und weiter geht's. Das finde ich echt nicht in Ordnung, dass die das hier machen. Einfach so, während wir hier rumknien, uns angreifen. Das ist nicht die feine, sandige Art.
liebe Kollegen und Kolleginnen. Aber coole Moves hat der gute Prinz schon drauf. Das muss man ihm ja mal lassen. Mit dem Degen oder mit dem Krummschwert kann er schon ordentlich umgehen. Das sind ja eigentlich auch richtig schwere Waffen. Das sind jetzt nicht diese filigranen Fechter, sondern das ist schon eine richtige Schlagwaffe, kann man schon fast sagen. Da hat man schon richtig mit zu arbeiten, wenn man die benutzt. Habe ich mir jedenfalls mal sagen lassen. Ich habe noch nie mit so einer Waffe gekämpft. Auch wenn ich das gerne mal ausprobieren würde, wenn ich ehrlich bin. Weil ich interessiere mich ja immer so für solche... Also ich finde gerade so, was Schwertkampf angeht, wenn das richtig schön spektakulär umgesetzt ist, dann finde ich das so extrem cool. Und deswegen reizt mich einfach auch dieses Spiel. Und wer vielleicht die Filme kennt, also ich denke ja mal, die Filme kennen viele auf jeden Fall. Kill Bill, da ist das ja auch ein großer Teil Fechten oder Schwertkampf mit dem Katana. Und das macht ja einfach nur Laune dazu zu schauen, weil das einfach nur gut umgesetzt ist und gut choreografiert ist. Und genau, ja, genau das hat man hier in diesem Spiel halt auch geschafft, dass es richtig gut aussieht und richtig Spaß macht. Das einzige Problem ist, wir haben jetzt ungefähr ein Fünftel des Spiels durch und man muss sagen, mehr Schwertattacken kriegen wir leider nicht. Also das sind unsere Standard-Moves hier und auch die Gegner werden leider nicht viel, viel stärker. Deswegen wird es halt ab und zu mal ein bisschen langweilig zwischendrin. Aber man muss natürlich auch sagen, dass das Spiel schon etwas älter ist und immerhin hat man es im zweiten Teil der Serie dann deutlich besser gemacht, was den Kampfstil angeht. Und auch ist das zweite Spiel deutlich erwachsen. So, speichern wollen wir natürlich. 21% haben wir. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Ja, Stuttgart führt jetzt auch. Ich kann euch leider keine Torschützen sagen, weil ich jetzt hier im Spiel bin. Aber ich suche mir jetzt hier erstmal ein bisschen Wasser. Hey, das brauchst du nicht kaputt zu machen, lieber Prinz. Oder ich suche hier erstmal nach Gimmicks oder dergleichen. Wäre ja schon ganz schön, wenn wir hier irgendwas finden würden. Hier finden wir erstmal einen Aufstieg. Und ja, ich würde sagen, hier springen wir hoch und hier springen wir auch mal hoch. Nee, du sollst dich eigentlich nicht umdrehen. Aber ich sag mal, was dem Spiel halt teilweise fehlt durch die doch recht unspektakulär, also auf Dauer unspektakulären Kämpfe, sind halt einfach diese Schleichpassagen. Nee, kann man ja nicht sagen, sind ja keine Schleichpassagen. Aber Jump'n'Run-Aktionen, die man hier ab und zu mal hat, die machen dann einfach schon richtig Laune. Und sind halt auch richtig gut umgesetzt, das muss man auch immer wieder mal erwähnen. Und ich glaube, da vorne können wir mal unsere, ne, und so unsere Lebensenergie wieder auffrischen. Das sieht mir jedenfalls sehr danach aus hier. Und die Musik passt auch schon wieder. Vielleicht hätten wir Farah hier mit hinnehmen sollen. Und vielleicht weiß sie ja, was das hier ist, was das darstellen soll. Und ja, was das hier eigentlich soll. Wir wissen nur, dieses Wasser, dieses besondere Wasser verleiht uns mehr Kraft und macht uns stärker.